Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Assassin's Creed Syndicate-Freunde. Jetzt bin ich gleich hier. Na gut, das war kein englischer Akzent zum Schluss, aber... Hüpf! Wir sind wieder da. Nach 4, meiner Meinung nach, recht coolen Folgen. Wir haben die extrem viel Spaß gemacht. Und wir gucken jetzt gerade mal. Der bewegt sich hier in einer Geschwindigkeit fort. Gut. Keinen Mucks. K-Log sucht nach mir. Wer ist K-Log? Einer von Starricks Ganganführern. Was will er von Ihnen? Er hat es auf meine geheime Forschung zu einem der Vorläufer-Artefakte abgesehen. Den Edensplitter. Erzählen Sie mehr von diesen Blighters. Da er eine Armee brauchte, versammelte Starrick den Abschaum der Unterwelt. Einige der Gangs wollten das verhindern und wurden regelrecht abgeschlachtet. Jetzt sind nur noch die Klinkers aus Whitechapel übrig. Doch die sind keine Gegner für die Blighters. Dann schauen wir uns diese Klinkers doch mal an, oder? Genau nach solchen Leuten suchen wir. Das ist nicht dein Ernst. Evie, Sie sind bereit, gegen die Blighters zu kämpfen. Das ist meine Chance, einzugreifen. Achtung, London, hier kommen die Rocks. Ja, ihr habt's gerade gehört. Wir wollen jetzt unsere Straßengang gründen. Ich versuche immer, während die reden und so, ein bisschen leise zu sein, damit ich den Ingame-Sound lauter machen kann in deinem Schnittprogramm. Diese verfluchte Stadt! Keiner passt auf, wo er hingeht! Ja, ist mir aufgefallen. Verfluchter Drood! So werde ich nie fertig damit! Nur die Vorsehung weiß, wohin es diese Worte nun verschlägt. Ich muss an die Arbeit und sie ersetzen. Falls Ihnen der Sinn nach einer Geschichte steht, finden Sie mich dort, wo das Ale warm und die Gemüter heiß sind. Tata! Was für ein komischer Mann. Das, Mr. Fry, war Charles Dickens. Er kennt einfach alles und jeden in dieser Stadt. Wenn ich Sie wäre, würde ich diese Verbindung in der Hinterhand halten. Kellogg's Gang ist in der Nähe. Sie dürfen mir nicht zum Laden folgen. Wir machen das. Hier, die könnten von Nutzen sein. Oh Gott, das hoffe ich. Meine Kutsche ist nicht weit. Lockt sie damit auf eine falsche Fährte. Wir treffen uns bei meinem Geschäft. Gut so, Mädchen. Hier müssen Sie von Green weglocken. Oh, das geht Ärger. Das sind aber viele. Meine Kutsche sind nicht allzu stabil. Das wird Kellogg bereuen. So, Kutsche Nummer 1 zerstört. So, Kutsche Nummer 2 zerstört. Ja, jetzt dürfen wir das Ganze zurück. Unmöglich. Dank dieser Unmöglichkeit werde ich zum Meister ernannt, wenn wir hier fertig sind. George wird nichts dergleichen tun. Was noch vom Credo übrig ist, würde uns einerlei verschwinden. Harte Worte, Schwester Herz. Stimmt, wir haben ja Linksverkehr. Daran muss ich mich erst noch gewöhnen, das hatte ich auch schon bei meiner ersten Aufnahme als Problem. Und unten auf der Karte dieses Zahnrad, da gibt es ein paar schöne Sachen zum Sammeln. Was würdest du denn sagen, wenn unsere wichtigste Informationsquelle plötzlich tot ist? Starre kann nicht so schwer zu finden sein. Ich schlage vor, wir wenden diese Kutsche und suchen... Ich möchte noch sagen, dass ich versuche, jetzt jeden Dienstag und Freitag 16.30 Uhr eine Assassin's Creed Syndicate-Folge zu veröffentlichen. Haben Sie sie abgeschüttelt? Wir haben noch viel mehr getan. Wer sind all diese Leute? Im Laufe der Jahre gelang es mir, einige Verbindungen in dieser Stadt zu knüpfen. Wunderbar. Wir werden gezielte Hilfe... Gezielte Hilfe? Wir übernehmen Starricks Gangs und schmälern seine Macht. Du denkst nicht weit genug. Starrick hat seine Finger in jedem Zweig der Gesellschaft. Wir müssen es ihm gleich tun. Das sehe ich ganz genauso, Evie. Wir brauchen die Rooks. Du gründest keine Gang namens Rooks. Vielleicht habe ich auch eine Idee beizusteuern. Wir müssen die Polizei dazu bringen, uns nicht zu beachten. Ich habe einen Vertrauten, Sergeant Eberlein. Er gilt als Meister der Verkleidung. Außerdem Kinder. Kinder? Kinder. Kinder sind exzellente Spione. Clara O'Day. Schlau wie ein Fuchs, die Kleine. Und schließlich sollten Sie eins nicht vergessen. Starrick arbeitet nie allein. Er hat Gangführer in jedem Bezirk. Sie lernen sich schon bald kennen. Jede Wette. Rexford K-Log. Bekannt für seine Fähigkeit, vor aller Augen zu verschwinden. Und nun soll er endgültig verschwinden? So sieht es aus. Einen Moment. Ein Templerziel, das Sie sich ansehen sollten. Seien Sie vorsichtig.
Es ist rau da draußen. Machen Sie sich nur keine Sorgen, Greenie. Mit ein paar Schlägern komme ich klar. Ja, ihr habt es gehört, mit ein paar Schlägern kommt er klar. So, genau, die Erinnerung bewerten wir jetzt mal nicht. Das war ja eigentlich gar nichts. So, ja, das Drückenkarte von London, Eroberungsaktivitäten und Templeranführer besiegen. Ich werde jetzt hier mal zum ersten Dienst gehen. Mal gucken. Hoheit. Moment, ich wechsle noch kurz hier den... Ah, es können nicht gewechselt werden. Okay, Träumen. Schade. Die Gangs, die Kämpfe, sogar die Klamotten, die ihr tragen werdet. Vielleicht solltest du vorangehen. Wenn du darauf bestehst. Dann werde ich das tun und wir sehen uns. Ah ja, okay, jetzt können wir den Charakter wechseln, das ist gut. Dann machen wir das. Weil ich mag Eevee mehr. Und ja. Wir sehen uns dann, sobald ich bei unserem ersten Auftrag dort hinten bin. Ich sehe Mr. Aberlein nicht. Naja, wir haben es versucht. Psst, ich weiß vielleicht ein wenig über den fabelhaften Kerl, von dem Sie gesprochen haben. Was soll das? Bei Gott, wollen Sie mich auffliegen lassen? Was? Sergeant Aberline, zu Ihren Diensten. Sie müssen die Frey-Zwillinge sein, die Green erwähnte. Ich hatte gedacht, Sie wären ein Polizist. Und ich dachte, Sie wären diskreter. Henry Green sagte, Sie könnten uns helfen, unerkannt zu bleiben. Ich sag Ihnen, wie das läuft. Ich gebe Ihnen die Namen krimineller Gangmitglieder. Sie bringen sie zurück zu mir. Unauffällig. Oh, so unauffällig wie eine alte Lady. Eine sehr haarige, komische alte Lady, die aussieht wie ein Polizist. Ein komisches Erlebnis gerade. Nun, was Sie auch tun, bleiben Sie innerhalb der Grenzen der Gesetze. Mir zuliebe. Na gut, ich dir zuliebe. Ich brauche keine Leichen auf meinem Revier. Nähern Sie sich dem Ziel von hinten und bringen Sie es zum Reden. Okay, zur Kutsche bringen. So, wir haben Bleiters Territorium betreten, deshalb mache ich hier gerade mal mein, ja. Ich tarne mich hier gerade mal. So, dann identifizieren wir den hier mal. Das ist Thomas Dorton. Geld und EP. Leben zurückbringen, das werden wir probieren. Die Frage ist bloß, wie. Ich glaube, wir müssen erstmal beobachten, wo der hingeht. Können wir nicht hier hinten irgendwie die markieren alle? Da hinten den noch, die hier. Sehr schön. Ach, das ist ein Polizist, okay. So, jetzt werden wir uns den hier mal schnappen. Verpiss dich! Lass mich! Ui! Halt die Klappe! So. Siehst du die Klinge? Nimm deine Hände weg! Hör auf, die Leute so auszunehmen und dann können wir reden. Jetzt liefern wir den noch schnell hier ab. Was du hier veranstaltet hast. Machen wir einen Spaziergang. Du wirst nicht mal rettet mich schreien können. Geschweige denn K-Lock informieren. Hilfe! Und jetzt müssen wir es tatsächlich hier noch irgendwo hinbringen. Na gut, dann ab geht's. Sind ja nur 200 Meter. Als ich das erstmal durchspielen musste, war ich gezwungen, das ganze Stück zu laufen, weil es gebuggt hat. Das war bevor den fünften Patch oder so mittlerweile schon. Also der Version 1.3, die nochmal einiges gefixt hat, das war wirklich abscheulich. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben ihn zurückgebracht. Wir können froh sein, dass er hinter Gittern ist. Jo. Danke. Und ihr seht schon dort, je mehr
Loyalität wir bei dem Charakter haben, ja, desto bessere Waffen kriegen wir dann quasi oder desto besseres Equipment. Sympathisanten, genau, hier ist das jetzt nochmal gesagt mit den Sympathisanten. So, Kopfwildjagd abgeschlossen. Darf ich jetzt wieder? Ja. So, ich guck gerade mal. Als nächstes werden wir das hier drüben befreien und dann sehen wir uns, sobald ich da bin. So, ich bin jetzt hier da. Es ist schon ein wenig Musik hier. Kampfmusik, weil ich eben schon ein paar Leute umgelegt habe. So. Und jetzt werden wir hier einfach mal... Oh, oh. Okay. Ja, ganz vorsichtig. So, wir identifizieren das Ziel nochmal kurz. Harold Drake. Okay, mit einer Dynamitkiste töten. Das war knapp. Oh, 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 oh. Hallo. Hoffentlich bemerkt sie uns nicht. Ja, meine ich natürlich. Und vor allem die anderen sollten uns nicht bemerken, sonst haben wir ein Problem. So. Phew. Hoffentlich. Ne, offensichtlich nicht. Sehr schön. Dann plündern wir die hier noch schnell alle. Gut, wir hatten doch... Cheat, das wollte ich jetzt tatsächlich nicht. Ah, hier ist meine Pistole. Wir werden jetzt hier einfach mal das Ding anzünden. Und jetzt hängt es natürlich. Ein schönes Standbild. Hallo. So, das Ziel haben wir mit einem Dynamit. Kisten-Explosionsdingsbums da getötet. Es kommen hier natürlich alle Bleiters in der Umgebung her. Ich flüchte mich mal nach hier oben. Ich hoffe, hier können die mich nicht entdecken. Ich würde nämlich hier gerne die Kiste noch mitnehmen, die hier rumliegt. Tja, jetzt ist er nicht mehr bei dir. 1, 2, 3... Das Klettern sieht aber ziemlich geil aus, finde ich. So. Ja, hier ist ein Mörder. Na super, jetzt hat er das natürlich gesehen. Wieso kann ich denn nicht parieren? Das ist immer noch ganz komisch, ich kann nicht parieren. Nicht immer. So. Aber ich kann es bestmöglich probieren. Jetzt haben wir natürlich auch Ivy hier ausgewählt, die überhaupt nicht gut kämpfen kann. Die hat halt nicht wirklich viele Leben. So. Jetzt plündere ich hier nochmal ganz kurz und wir sehen uns dann, sobald ich hier fertig bin, beim nächsten. Ja, Gegner quasi wieder. So, und da bin ich dann auch schon beim zweiten Gebiet. Hier müssen wir echt vorsichtig sein. Hopp. Ach stimmt, wir können die ja von hinten auch einfach niederknüppeln, aber... Ach man. So, wen haben wir denn hier? Ein Speer. Und ruft Verstärkung, okay. Ja, den müssen wir... No way. Was ist denn das immer? Irgendwas ist mit diesem Treiber kaputt, den AMD uns da geschenkt hat. Uns hier mal dahinter verstecken und auf ihn warten. Und hallo.
Den haben wir jetzt nicht mehr. So, ein kurzer Cut an der Stelle. Wie kriegen wir den jetzt am besten? Okay, wenn er sich umdreht. Hallo? Ich wollte jetzt warten, ob er stehen bleibt oder ob wir den wirklich erledigen müssen. Wussten wir offensichtlich. Cool, hier ist Dynamit. Wir sollen die gefangenen Klinkers beschützen. So. Das sind natürlich jetzt zwei hier. Wen haben wir denn da noch? Ein Scharfschütze. Große Reichweite und unserem Gegner auf sie aufmerksam machen, wenn sie sie sehen. Okay. Das sollten wir natürlich möglichst verhindern. Vielleicht können die Gangs ja doch nützlich sein. Ah, okay. Wir kriegen die beide. Na, nein. So. Ich wollte die doch nur plündern, weil wir hier den Loot haben wollen. Ja, jetzt geh halt aus hier weg und... Okay, wen haben wir denn hier? So. Dann, wir hatten noch einen zweiten Klinker hier, den wir beschützen müssen. Oh. Ah, jetzt ist natürlich hier ganz ungünstig, was die hier machen. So. Einmal hoch hier. Ich will nämlich die Scharfschützen hier schnell kriegen. Nicht, dass die uns dann hier alles vermasselt. Aloha! Von oben. Und, ja, nach dieser Mission hier werde ich dann auch erstmal den Part beenden. Wie gesagt schon, dienstags, freitags, können wir rein? Nein, schade. 16.30 Uhr ist immer Assassin's Creed Syndicate. Jetzt hat der hier gekämpft, obwohl ich ja alles sneaky machen wollte, natürlich. Sie und Ihr Bruder treten gerne den falschen Leuten auf den Schlips. Ich wäre vorsichtig. Das sollten Sie auch sein, Mr. Kalok. Wie Sie meinen. Jetzt haben wir hier viele Blighters.